schon gesagt habe, räume ich mein Bastelzimmer aus und um. Gott, das Sammy kratzt sich, wetzt sich gerade die Nägel am Kratzbaum. So ist das Leben, ne? Ich habe also mal wieder ein Kistchen voller Stempel zusammengestellt. Irgendjemand von euch kann die gewinnen. Ich hoffe, ihr mit hat Spaß dran. So, und zwar habe ich dann einmal einen Schriftstempel. Den habe ich auch mal benutzt. Also man muss die Stempel, derjenige, der die gewinnt, der bekommt sie so, wie die sind. Ich habe die jetzt nicht extra geschrubbt. Also man kann das nicht wirklich lesen. Ich glaube, es wäre italienisch oder sowas. Ist also eine stilisierte Schrift. Ein Blanche-Stempel, ein Stempel von La Blanche. Dann ein ganz schöner afrikanische Zebras. Ich glaube, außerhalb von Afrika gibt es auch keine Zebras. Ne? Den habe ich benutzt, wie man sieht. Den habe ich eifrig benutzt. Ja. Aber ich benutze ihn nicht mehr. Und deshalb findet er hoffentlich eine schöne neue Heimat. Der ist auch von Blanche. Und aus der gleichen Serie ein Leopard. Sieht so aus. Oder Gepard. Oder so. Ich kann ihn nicht so auseinanderhalten. Aber ihr werdet es wissen. Und es ist wirklich ein ganz tolles Tier. In der Steppe offenbar. Dann habe ich hier einen Stempel mit Noten. Einen Holzstempel von... Ah, der heißt Composer's Dream und der ist von Stampabilities. Richtig tolle Holzstempel, ist auch benutzt. Groß, ne? Fast wie meine Hand so groß. Ein Menuett. Präludium zuerst und dann fängt das Menuett an. Also richtig, richtig echte Noten mit Bassschlüssel und Durchschlüssel. Also wunderbar. Wenn ich jetzt meine Akkorde noch hätte, könnte ich es ja vorspielen, aber ich lasse es. Nein, hätte ich nicht gekonnt. So gut habe ich nicht gespielt. Dann haben wir hier einen ganz entzückenden Stempel. Das ist das Dienerpaar, das sich was zuflüstert. Also der Butler und die Magd wahrscheinlich. Und die klatschen wahrscheinlich über die anderen Hausangestellten oder über die Herrschaften. Dann haben wir hier einen sehr schönen Stempel, so einen Rahmenstempel. Da kann man in die Mitte irgendwas reinpacken. Ich glaube, den habe ich nie benutzt, bin aber nicht sicher. So, lauter kleine Blümchen, sehr schön. Dann, der Pfauenstempel, den habe ich sehr oft benutzt. Da kann man also an der einen Seite ist dann der Pfau und hier kann man noch was reinschreiben oder kleben oder machen, was auch immer. Wie gesagt, den habe ich sehr benutzt, wie man sieht. Das sind alles Schaumstoffstempel, ich muss anbauen. Und noch ein Rahmenstempel, auch von Blanche. Ja, den habe ich auch schon benutzt. Da kann man eben in die Mitte irgendwas dann reinschreiben, kleben, machen, was auch immer. Der ist ganz hübsch, weil der verschiedene feine Rahmen ineinander hat. Sehr, sehr schön. So, hier steht Sammys Kiste. Sammy ist aber im Moment nicht in seiner Kiste. Er mag nicht. Er ist draußen. Dann ein Eckstempel und da ist so ein kleines, ja weiß ich nicht, Wiesel, was auch immer, und so ein kleines Tierchen in der Ecke. Und der ist gar nicht benutzt. Dann ein Stempel, eine kleine Blume für dich. Der ist unbenutzt. Kann man dann schön auf eine Karte machen. Mit einem Blumenstempel wahrscheinlich. Oder ein 3D-Motivblume, was auch immer. Ein kleiner süßer Schmetterling, auch unbenutzt. Dann habe ich hier, ein Mini-Stempel, eine Blume, genau, der ist auch unbenutzt, ein Gummistempel, den kann man, also entweder mit so einem doppelseitigen Klebeband ein kleines Stückchen auf einen Acrylblock, oder auf einen Holzblock aufkleben. Ja, das wäre natürlich mit, das werde ich auch noch verlosen, Easy Mount, das klebt man praktisch hinten, das ist so ein ganz dickes, doppelseitiges Band, klebt wie der Teufel. Das klebt man dann da drauf und kann das Ganze dann auf Holz draufkleben. Ein kleiner süßer Stempel mit Tulpen. Der gehört auch dazu, wie gesagt, gar nicht benutzt. Und dann habe ich noch hier eins, die habe ich teilweise benutzt, die sind aus Acryl mit Gummi unten drunter.
wunderschöne Ornamente. Ich zeige sie mal. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sind die nicht hübsch? Man sieht natürlich genau, wo man hinstempelt. Parke ich mal hier oben. Ja, diese ganzen Stempel kann also einer von euch gewinnen. Ich zeige auch nochmal, falls ihr noch nie gestempelt habt, ich kann euch gerne mal zeigen, wie das geht. Jetzt tun wir mal so, als sei das ein Stempelkissen. Die gibt es ja auch in klein. Dann lege ich meinen Stempel so vor mich hin, nehme das Stempelkissen und mache duck, 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 bis alles gut benetzt ist mit Stempelfarbe. Dann lege ich es beiseite, dann lege ich den Stempel auf das Papier. Da war ein Katzenhaar. So, lege ich das Stempel auf das Papier und dann drücke ich gut ab. Aber da wir ja jetzt ja sehr viele Stempel verlosen, sollten wir vielleicht nochmal ein Stempelvideo machen mit den verschiedenen Anwendungen. Das kann ich tun. Zum Beispiel auch mit dem zum Klappen, dass man mehrmals stempeln kann. Ja, aber dafür sind diese Stempel nicht geeignet. Das ist nur für Silikonstempel, für die dünnen. Ja, wie zum Beispiel der Ordner, den wir verlost haben. Genau. Dann geht das. Kann ich gerne nochmal machen, wenn ihr möchtet, ein Video, wie man stempelt. Also jedenfalls hätte ich den jetzt hier auf Papier abgedrückt, gut abgedrückt und dann hopp. Aha. So geht das. Ist also kein Hexenwerk. Anfangs geht bestimmt jeder zweite Stempelabdruck daneben. Also einfach mal auf Druckerpapier üben, bevor man ans gute Papier geht und ist aber kein Hexenwerk, wirklich, kann jeder. Und diese Schaumstoffstempel sind auch ganz einfach abzudrücken, wenn man richtig gut reindrücken kann. Und hier beim Holzstempel, da ist es ja so, das Holz ist fest, aber hier unter dem Gummi, ne, das ist ja auch so ein Gummi, da ist hier das Easy Mount drunter. Das ist so, ja, das gibt nach, kann man bestimmt sehen, ne? Wenn man durch Druck das federt. Irgendwas muss immer federn beim Stempeln. Also entweder da ist sowas oder eben sowas oder die Unterlage muss federn. Wie soll ich das erklären? Hier ist auch Easy Mount drunter, da ist nicht. Also so ein Silikonstempel. Wenn ich den also abdrücke und es ist hart auf hart, dann ist der Druck nicht so schön. Also dann am besten so ein Moosgummi unterlegen oder sowas. Ja. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja, also eine von euch kann das gewinnen. Ich schreibe das wieder in die Infobox rein und da könnt ihr auch schreiben, ob ihr dann ein Interesse habt, dass ich mal ein Stempelvideo mache. Wie man was stempelt und wofür die verschiedenen Arten von Stempelkissen sind und wie man ausmalen kann, bla bla bla. Wenn ihr möchtet. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute und viel Glück bei der Verlosung. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.